Oh Hase. Naja, reicht, gibt's gar nicht. So, meine lieben Freunde, der Scania-Test, auf den ihr lange gewartet habt. Ich stehe hier draußen in der Kälte. Hinter mir ist noch das gute Schmuckstück. Das ist das letzte Mal, wo wir ein Video von und mit ihm sehen. Ich habe mich mal umgestellt, Freunde, weil der Wind auch wirklich ätzend ist gerade. Also mir ist außen was aufgefallen. Einem anderen LKW-Fahrer, der das ältere Modell davon fährt und genau dahinter geguckt hat und hat mich angeguckt und dann hat drauf gezeigt und hat gesagt, warum haben sie denn das gemacht? Und ich sagte zu ihm, das ist auch das Erste, was mir aufgefallen ist und ich kann es dir leider nicht erklären, warum Scania das so gemacht hat. Denn meiner Meinung nach ist das ein Rückschritt. Das muss ich ganz ehrlich so sagen, weil es ist auch enorm umständlich. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Wir machen draußen weiter, weil draußen gibt es wirklich nichts mehr, was ich sonst bemängeln könnte. Draußen ist sonst alles gut. Es geht im Innenraum weiter. Also außen ist da fast perfekt, bis auf dieses kleine Detail. Und das zeige ich euch jetzt. Kommt mit. Dann ziehen wir mal standesgemäß die Scania Arbeitshandschuhe an. Also für die Leute, die standards immer ihren eigenen Auflieger hinter haben, die wird das nicht großartig viel jucken. Die Leute, die aber öfters umsatteln, so wie ich, ist das echt ein Ding, wo ich sage, was soll das? Ihr erinnert euch noch an der Green Truck Edition. Dort waren die Kabelaufhängungen hinterm Fahrerhaus mit so einem Dorn zum Einhängen, wo ich noch groß drüber gelobt habe und gesagt, geil, das ist so einfach, so genial. Gucken wir mal kurz rein. Und dann klemmst du das Kabel in so eine Vorrichtung rein. So ein Metallstück und da klemmst du das Kabel gerade rein. Das ist dann ungefähr hier. Das ist immer sehr blöd, weil das irgendwann ausleiert und dann hängt das Kabel nicht mehr so gut. Und ist auch total nervig. Und Scania hat was richtig Geiles gemacht. Das ist eigentlich völlig einfach. Und manche würden sich sagen, was freut es sich jetzt über so eine Kleinigkeit? Weil es meiner Meinung nach die beste Lösung ist für so eine Aufhängung von so einem Kabel. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Also das ist meine ehrliche Meinung. Sie haben ganz einfach hier unten so einen Nagel genommen. Hätte ich gesagt, so einen Dorn oder einen Nagel eher. Würde ich es bezeichnen. Und dann hier. Fertig. So, und jetzt hat man das hier leider nicht übernommen. Einerseits... Positiv an dem ganzen Sache ist, dass die ABS sowie Stromstecker untereinander positioniert sind und nicht, wie bei manchen Herstellern, ABS auf der Fahrerseite und die elektronische auf der Beifahrerseite, dass man sich immer da einmal rüberquälen muss oder halt auch umgekehrt. Das ist jetzt alles untereinander sauber angeheftet. Okay, das ist toll, aber diese Clip-Funktion ist sowas von nervig, weil man die Kabel dort nicht vernünftig reinbekommt bzw. rausbekommt, sondern nur fast mit roher Gewalt. Diese Dornfunktion, dieses Einhängen ist so einfach und so toll gewesen. Und man hat sich jetzt dafür, für dieses Patent entschieden und ich muss ganz ehrlich sagen, das gibt bei mir einen Abzug in der Note, weil also das, wenn ich täglich umsatteln würde, würde ich irgendwann einen Schreikrampf kriegen, weil das ist eine Katastrophe. Ich kann euch das mal zeigen. Ich hoffe, dass ich mich nicht dreckig mache hier. Er geht noch nicht mal so einfach rein, ja? Kann man das sehen? Ich mach mal so rum. Das heißt, man muss hier richtig... Das ist kein Scheiß, Leute. Ich mache mal absichtlich verkehrt um, damit ihr das seht. Ich muss hier richtig... So, jetzt ist er drin. Also richtig kräftig drücken und raus. Das kann nicht euer Ernst sein. Man hätte bei dem alten Patent bleiben können oder sollen. Jetzt draußen genug gemeckert. Draußen habe ich aber noch was Positives. Guckt mal bitte. Ihr seht oben den Dachspoiler, ja? Jetzt Scania, das ist wieder toll gelöst. Ja, ich hoffe, ich bin in der richtigen Höhe. Wenn du einen anderen Auflieger hast und du musst den Dachspoiler, den obersten, auf die Höhe bringen, dann ist das immer sehr umständlich gewesen. Leiter, dies, das. Bei Scania hast du jetzt hier eine Kurbel. Hast du da eine Kurbel und kannst manuell den Spoiler schon mal drehen. Was aber auch positiv ist, das muss man ganz ehrlich sagen, früher hatte Scania ja, so wie bei dem Roten da jetzt. Guckt mal oben aufs Dach. Seht ihr das bei dem Roten? Bei dem MAN? Das Weiße oben mittig auf dem Dach, ich rede jetzt für die Leute, die keine LKW fahren, das ist die Standklimaanlage. Ja, die sitzt mittig oben rot auf dem Dach. Ich danke dem Kollegen, dass er gerade in dem Moment übrigens hier vorbeigefahren ist. Das hatte Scania in dem alten Modell auch. Oben mittig auf dem Dach die Standklimaanlage. Jetzt hat man das umkonstruiert und das ist wirklich wieder positiv. Da könnte ich ja fast das mit den Kabeln verzeihen. Wie gesagt, es ist meine Meinung. Also ich bin jetzt kein offizieller LKW-Tester. Ja? Ich freue mich auch darüber, dass ihr so viel Wert drauf legt, wie meine Meinung zu dem zum LKW ist. Ich urteile immer so, weil ich halt alle zwei Tage umsattel. Und mir hat das bei meinem jetzigen LKW schon immer genervt, diese Clip-Funktion.
Und ich bekomme ja das Vorgängermodell jetzt in 2 Wochen und da ist ja dieser Dorn zum Reinhängen. Das finde ich total genial. Jetzt habe ich den gehabt und das allererste, was ich geguckt habe, hinten rein, hier wegen den Dachspoiler und so ganzen Kram. Und ich denke, was, nein. Ey. Aber gut, Thema vorbei. So, hier haben sie die Standklimaanlage jetzt hier nach unten links hingebaut. Sehr geil. Das bedeutet, der hat eine Dachluke wieder und trotzdem eine Standklimaanlage. So, ich habe vergessen, einige Dateien zu löschen. Also, wir waren bei der Standklimaanlage stehen geblieben. Wie gesagt, die haben sie jetzt hier unten hin verbaut. So ist es möglich, noch ein Dachfenster, auch zusätzlich eine Dachluke zusätzlich auch mit einbauen zu lassen. Sehr geil. Im Moment sind die Standklimaanlagen, kann man die so komprimieren, dass sie auch wirklich hier unten so in der Ecke passen. So, was ein Manko immer war, waren die Spiegel. Ja? Die sind jetzt schön fest. Ne? Bei dem Modell, was ich bekomme zum Beispiel, sind die mit der Zeit, werden die locker von den Fahrbewegungen etc. Das kann ich jetzt hier natürlich nicht sagen, der hat das gerade mal knapp etwas über 7000 Kilometer runter, aber er sieht schon sehr stabil gebaut aus. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt drinnen weiter, weil drinnen habt ihr zwar schon viel gesehen, aber ich möchte euch da noch so einiges zeigen, wie man das Bett auszieht. Ich möchte euch die Bedienelemente zeigen, ja, und dann wärme ich mich drinnen jetzt mal ein bisschen auf, wir sehen uns gleich. So Leute, im Innenraum angekommen und gefällt mir jetzt deutlich besser, weil es ist einfach schön warm. Das erste, was ich euch zeigen möchte, ist, wie klappe ich, also das Bett, ja, ich habe hier ein bisschen Platzprobleme gerade. Das Bett habe ich gestern Nacht nicht ausgeklappt, mir reicht das, ja. Es gibt aber natürlich, Eckelfall sind ein bisschen stabiler gebaut, als ich das bin. Und mal gucken, hier haben wir einen Fußtritt. So. Fahren wir den Sitz nach vorne. Man kann ihn ja so drehen, dafür braucht man einfach nur wirklich ganz spät einfach nur das Teil hier hoch machen, aber man kann ihn auch so nach vorne schieben. So. Ah. Jawohl. Jo. Jo. Okay, gewusst wie. Aber das ist jetzt schon, Alter, das ist ja schon fast ein Sofa. Guck mal. Das ist krass. Hier kannst du eigentlich, wenn du eine zarte Freundin oder Frau hast, wirklich zu zweit drauf pennen. Mal ohne Scheiß. Und wenn du allein hier stehst, kannst du so die Füße hoch machen, kannst du eine richtige Spielwiese. Und wenn du eine neue Flamme hast. Ach so, ja, es ist ja eigentlich nur die Fernbedienung. Ich verwechsel das immer. Ich denke immer, es ist ein Telefon. Ist egal. Oh, Hase. Naja, reicht, die gibt's gar nicht. Ja, geil. Dann ist es auch spielen einfach. Ich jongliere ein bisschen mit der kleinen Kamera rum, weil alles andere hätte hier keinen Sinn. Da bräuchtest du einen zweiten Kameramann. Es ist einfach spielen einfach hier unten drauf. Da kannst du mit dem Fuß reinfahren. Guck mal hier. Zack. Beim Scania sitzt man standesgemäß immer ganz hinten. Ja, ja, hier muss ich noch mal gucken. Ach ja, guck mal, hier ist noch ein Hebel. Huch. Nee. Ach komm, alles hier, hier. Hier ist der Hebel für vor und zurück und das geht auch wirklich hier. Das mache ich mit einem Finger. Guck mal. Runter. Nee, warte mal, das Reinfahren mit einem Finger. Das mache ich mit einem Finger, hier das Vorfahren. Ja, sieht ein bisschen behindert aus, aber ja. Okay, das soll es dazu gewesen sein. Hier oben waren die Schränke, ihr wisst, es ist ja optional. Kann man Bett abbestellen, dass das Stativ dann runterfällt. Hier habe ich noch ein paar Sachen jetzt rein verstaut. Hier Bettwäsche, Jacke. Meine Tasche zum Saubermachen. Hygienereiniger. Nicht, dass irgendwelche komische Meinungen von euch hier aufkommen, warum ich hier so eine komische Tüte habe in der Nähe meines Bettes. Das sind Hygienereiniger, Freunde. Ja, das nehme ich immer, Lenkrad abzuwischen und sowas, wenn ich einen neuen LKW bekomme. Und die Griffe und so. Ich sag mal, als deutscher Unternehmer, lass doch dieses dusselige Bett weg. Tu deinem Fahrer einen Gefallen und hol diese Schränke, wenn die nicht mal Aufpreis kosten. So, hier haben wir ja selbe Spiel. Staufächer hier, Staufach da, Staufach da. Hier kannst du noch ein bisschen was reinlegen. Lieber Jens, vielleicht eine Deodose, die dann, wenn man ein bisschen zu steil in die Kurve fährt, die Reflexe verlangt, dass man die Deodose dann fängt. Also hier keine Deodose reinmachen, Leute. Ich hatte hier eine Deodose drin und die rutscht hier hin und her. Aber wie gesagt, guck mal. Anti-Rutsch hier drin, hier auch Anti-Rutsch. Hier ist Anti-Rutsch, also super durchdacht. Hier ist das Dachfenster, wovon ich erzählt habe. Zack. Geht wie folgt auf. Oh, ist das schön. Da. Und so geht die auch wieder zu. Faszinierend. So, nein. Okay, zu dem Kühlschrank brauche ich ja nichts weiter sagen.
Was beim Kühlschrank aber auch wirklich wieder positiv ist, ja, um ihn nicht ganz schlecht zu reden, ist, er geht sehr leicht zum Rein- und Rausfahren. Und ihr seht es jetzt hier gerade, 86 Stunden schafft der Kühlschrank mit der aktuellen Batteriespannung noch am Laufen zu bleiben. Das finde ich sehr gut. Und er zeigt dann hier auch gleich an die Temperatur im Innenbereich. Ich gehe von aus, die 86 Stunden sind die Batterie, dass der noch 86 Stunden läuft. Finde ich ganz toll, dass man das auf einen ersten Blick sieht. Seht, aber hier, wie ihr es hier seht, das ist... Nee, Scania. Nein, da wird nachgebessert. So, dann wollen wir uns mal in den Cockpit begeben. Dass hier ein bisschen Staub rumfliegt und so. Ich habe hier keinen Puster und habe jetzt auch nicht... Mit dem Gerät wird hier gearbeitet, Freunde, ja? Spinnen wir mal nicht rum. So Leute, nun habe ich ein bisschen umgeplant. Wir haben jetzt hier das Cockpit in Sicht. Und ich zünde jetzt einfach mal... So. Ich zünde jetzt einfach mal. Auch gut gewesen gerade. Es geht hier über die Bedienpedale alles wunderbar zu verstellen. In der ersten Anzeige haben wir die Lastenanzeige. Die finde ich sehr toll. Denn man hat von der Antriebsachse hier mit der 6,4 Tonnen Anzeige den Laderaum mit der 0,3 Tonnen Anzeige und die Hinterachse mit 4,2 Tonnen Anzeige. Wunderbar auf den Blick, wo da die Gewichte sind etc. Differentialsperre an, aus. Also ich habe hier die Menüs, die ich halt nochmal von... Das sind die Kategorien 1, 2, 3, 4 und 5 die Einstellung. Und die kann man nochmal durchseppen. Ne? Niveauregulierung könnte ich jetzt übers Lenkrad verstellen. Und hier war wieder die Lastenanzeige. Dann kommen wir zu einer der wichtigsten Anzeigen, die ich immer standardmäßig drin habe. Das ist die Geschwindigkeitsregelung. Da könnt ihr jetzt nicht sehen. Normalerweise würde hier oben, wo das Tempomat-Anzeigesymbol ist, meine Tempomat-Geschwindigkeit stehen. Und auf der rechten Seite ist mein Bergabfahrtempomat. Dort kann ich einstellen, für die nicht LKW fahren. Ich kann einstellen, wie schnell ich es auf der Geraden fahren möchte, dass der LKW diese Geschwindigkeit hält, also ein herkömmlicher Tempomat. Und das gleiche gibt es beim LKW noch mit bergab. Das heißt, ich kann ihm sagen, kann ich das hier irgendwo einstellen? Nein, ich kann das jetzt gerade nicht einstellen. Ich kann ihm sagen, dass ich 85 oder 84 auf der Geraden fahren möchte und bergab möchte ich bis 89 rollen und ab dann bremst du bitte selbstständig ab und hältst bitte die 89. Das wäre dann hier oben rechts zu sehen. Des Weiteren habe ich hier einmal dieses Symbol mit diesen Strichen hier unten. Die ihr seht, die verändern sich. Das ist der Abstandsradar. Hier kann ich einstellen, mit welchem Abstand ich zum Vordermann fahren möchte. Standardmäßig müsste es so sein. Also Standard ist ja, glaube ich, auf 50 Meter eingestellt. Jedenfalls habe ich ihn nicht verändert und der Abstand war 50 Meter. Nächste Kategorie ist der Tageskilometer. Gut, das leuchtet ein. Datum haben sie auch noch dazu gepackt. Kraftstoffdurchschnitt, jawohl. Kraftstoffübersicht. Hier haben wir ja die komplett total und dann 26,5 müsste ich dann verbraucht haben. Ich wollte mit euch einfach nur das Menü einmal eine Runde durchgeben. Betriebsstunden, okay. Und das ist eine Sache, die ist toll. Bitte lasst euch jetzt von meiner Statistik, die jetzt gerade nicht die beste ist, vorausschauendes Fahren 76%, nur 76%, nicht beeinflussen. Ich erkläre euch gerade, wie es dazu gekommen ist. Fahrpunktzahl. Das ist eine Selbstkontrolle für den LKW-Fahrer, finde ich sehr toll. Natürlich, wer daran Interesse hat. Die anderen, die natürlich immer nur Stiefel fahren, die werden das hassen. Denn, das hier oben wird übrigens nicht angezeigt, ich habe es mir von einem anderen Scania-Fahrer erklären lassen. Das ist, wenn ich im manuellen Betrieb fahre, nicht im Automatik-Eco-Modus, sodass der LKW weiß, wann ist eine Kuppe, wann nehme ich den Gang raus, wann lasse ich ausrollen, wann rolle ich über die Kuppe rüber. Wenn ich das ausschalten würde und das manuell übernehmen möchte, dieses vorausschauende über die Kuppe rübergleiten, ja, dann würde ich hier oben die Statistik angezeigt bekommen, wie gut ich das mache. Was aber natürlich schwachsinnig ist, weil ich sage ganz ehrlich, der LKW macht das schon gut genug. Das darunter ist die Anzeige, wie sehr ich den oder wie gut ich den Retarder benutze. 86% ist okay. Ich muss dazu sagen, bei neuen LKWs, die ich fahre, tue ich mich einmal ein bisschen schwer, weil ich manchmal einfach vergesse, wo war jetzt, also Retarder jetzt nicht, sondern das nächste Beispiel gleich, 86%. Es ist im Winter einfach das Problem, dass man nicht so oft den Retarder benutzen kann. Daher kommt die 86% zustande, denn im Winter, wenn du den Retarder voll durchziehst und die Achse blockiert, sage ich mal, und da ist Glatteis, dann geht dir der ganze LKW weg und dann hast du den Salat. Deswegen im Winter ist die Fahrerstatistik immer ein bisschen Minus, denn jeder gute Berufskraftfahrer
weiß, dass man im Winter manchmal auf den Retarder einfach verzichten muss und man muss die normale Betriebsbremse nehmen. Das hier drunter ist das Symbol für die vorausschauende Fahrweise. So, jetzt könnt ihr natürlich sehen, ich habe 76%. Jetzt sagt ihr natürlich 76%, lieber Kai, das ist ja ausbaufähig. Richtig. Das kommt bei mir deswegen zustande, weil ich immer noch den Vorgänger-LKW gewöhnt bin. Und fahre, gleite dahin und es kommt eine Ausfahrt. Und da möchte ich den Tempomat rausnehmen, rechtzeitig, damit ich so in die Ausfahrt so rausrollen kann. Vielleicht mit der Geschwindigkeit noch die Ausfahrt nehmen kann und so weiter. Problem ist, ich sag mal so, bei 300 Meter fange ich mit dem Spielereien an. Je nachdem, wann, ob was hinter mir ist, ob ich irgendwann jemand dann auf den Keks gehe oder je nachdem, welche Fahrstrecke das ist. Problem ist, ich suche immer vergeblich auf dem Lenkrad hier oben, wo stelle ich den Tempomat aus? Weil bei Mercedes ist es hier oben angeordnet. Bei Scania ist es hier. Und bis ich den gefunden habe während der Fahrt, da komme ich schon manchmal wirklich in Schwitzen. Denke, oh ey, Mist, ach hier unten, ja, dann ist es schon wieder zu spät und dann muss ich manuell eingreifen. Das sieht natürlich der LKW hier drinnen nicht, dass ich Trollo vergessen habe, wo schalte ich den Tempomat aus in dem Moment. Und dementsprechend kommt diese 76% nicht vorausschauende Fahrweise zustande. Und das hier unten ist die Anzeige, wie ich im Durchschnitt den Tempomat benutze. Gehe ich mal von aus. Und das ist bei 100%. Das ist auch richtig. Ich fahre ausschließlich mit Tempomat. So, das hätten wir diese Kategorie durch. Dann kommen wir zur nächsten. Öldruck zeigt er uns an. Kraftstoffverbrauch. Ich habe noch 85% und 100% AdBlue drin. Hier könnte ich jetzt den momentanen Kraftstoffverbrauch anschauen. Geht natürlich nicht, weil ich nicht fahre. Betriebsspannung liegt bei 23,9 Volt. Bremsdruck, da ist auch alles Taco. Jawohl, da hatten wir die Kategorie durch. Medien, hier habe ich jetzt nichts angeschlossen an meinem Handy, deswegen leuchtet hier auch nichts auf. Und hier hätten wir die ganzen Einstellungen. Zusatzheizung kann man hier wunderbar einstellen, mit Timer einstellen. Hier einmal oder mehrmals, mittwochs, was weiß ich, etc. Sehr gut gemacht. Funktionen. Spurwechselwarnsystem ist auch sehr genial. Man kann jetzt hier einstellen, wie empfindlich du bist, mein lieber Spurwarnassistent. Ihr seht es. Ich kann hier einstellen, ab welcher Näherung er zum Seitenstreifen schon Alarm schlagen soll. Ja, hier die Ideallinie oder hier ein bisschen näher an den Pannenstreifen, an der Linie oder hier direkt drauf. Ja, also das hier würde ich für sehr belastend halten, dass man die Ideallinie allein durch die Spuren immer hält, wage ich zu bezweifeln. Aber man kann das hier schön fein dosieren. Finde ich eine geile Sache, weil manchmal kann der auch wirklich mal nerven. So. Regensensor kann ich hier aktivieren, deaktivieren. So, Partikelfilter interessiert uns auch nicht. Zusatzheizung habe ich gerade gesagt. Fahrzeug, Anfahrgang, kann man hier einstellen. Spiegelheizung, manuell, zeitbasiert, ist auch genial. Ich kann sagen, ich fahre morgen früh um 5 Uhr los, es ist minus 10 Grad. Ich stelle die normale Standheizung auf 4 Uhr oder 4.30 Uhr, dass die Scheiben frei sind. Und die Spiegelheizung kann ich mir auch noch einstellen. Da sind die Spiegel frei, der Innenraum ist beheizt und ich kann sofort losfahren. Denn ein Warmlaufen im Stand ist alles andere als effizient. So, Verriegelung. Hier kann ich die Sicherheitsverriegelung einstellen, dass, wenn der LKW losfährt, er die Türen schließt und so weiter und so fort. Wie gesagt, hier der Anfahrgang, Automatik. Ich kann hier sogar, das ist unglaublich, was man hier alles als Fahrer selbst so dosieren kann. Display, kann die Einheiten, die metrischen Einheiten, Bildschirmschoner, kann ich hier sagen. Schwarz, kein Scania-Logo, alles klar. Wartung, Uhrzeit, gut, das ist der Standard, das kennt ihr alle, Fahrhinweise, stets aktiviert. Das ist auch, was ich jetzt noch zum Abschluss sagen möchte, Leute. Was ich toll, ich finde es toll, weil ich mag das, mich so selbst zu kontrollieren und mich selbst immer zu schlagen. Die Fahrpunktzahl. Wenn ihr jetzt fahrt und ihr habt jetzt, ihr müsst retardern, fahrt eine Ausfahrt, retardert wunderbar, fahrt um die Ausfahrt raus und fahrt dann wieder auf die Geraden und gebt Gas. Dauert es nicht lange, dann wird die vorausschauende Fahrweise zum Beispiel hier oben eingeblendet mit einer Punktzahl, wie du jetzt diese Kurve retardermäßig genommen hast. Das heißt, er sagt dir, hast du die jetzt gut gefahren oder hast du die schlecht gefahren? Ähnlich wie beim Formel 1 wahrscheinlich, wenn die Boxengasse durchfunkt. Und das macht er dann hier. Genauso ist es, wenn du mit einer Betriebsbremse fährst, bremst um eine Kreuzung rum und fährst dann, was weiß ich, die gerade lang, dann sagt er dir auch, wie effizient und gut du die Betriebsbremse benutzt hast. Also nicht gerade voll in Anker geworfen hast und so weiter und so fort. Das heißt, er blendet dir das immer in den Display ein.
Ja, weil den Display könnt ihr ja selbst anordnen. Das hatte ich ja in einem Video auch schon mal gesagt. Ich habe mir hier unten die Tonnenzahl hingelegt. Hier oben meinen totalen Kraftstoffverbrauch. Hier meinen Kraftstoffverbrauch auf 100. Und hier meinen Tempomat und den Bergabfahrassistenten. Ja, das war eigentlich in mehreren Teilen schon die neue Generation Scania. Ein etwas theoretisches Video, ich weiß. Ich weiß, das Video ist jetzt ein bisschen theoretisch für euch. Ich hoffe, den einen oder anderen hat es sich angeguckt und fand es vielleicht ganz interessant und lehrreich. Der kann es mir ja auch in die Kommentare schreiben. Mein Fazit zu diesem LKW. Es ist ein wundervolles Anfahren und dahingleiten mit diesem... Ich nehme gerade auf. Hallo? Ja? Ich nehme gerade auf. Ja, tschüss. Tschüss. So, einmal ganz kurz das ruckelfreie Anfahren, damit ihr das mal gesehen habt. Feststellbremse rausgelegt und ich gebe jetzt langsam Gas. Und der ist kalt, das heißt, es ist die erste Fahrbewegung, die ich heute überhaupt mache. Und ich kann wirklich fein dosierend anfahren. Wie ein ICE-Zug, ja, sage ich mal. Und das ist mit dem Mercedes nicht möglich. Was mir hier aber gerade einfällt, ist, was mich hier stört, das ist zum Abschluss, also bevor ich den Abschluss mache, der Bergabfahr, die Anfahrhilfe, Berganfahrhilfe, wird hier standardmäßig immer eingeschaltet beim Scania. Und das ist richtig nervig, gerade beim Rangieren, weil beim Rückwärtsfahren, wenn man langsam rückwärts rollen will, dann bremst er und bleibt stehen. Das heißt, man muss sie manuell ausstellen. Das geht natürlich hier über einen Knopfdruck, aber ich finde es besser, wenn man das von vornherein entscheiden kann, ob man das haben möchte oder nicht haben möchte. Das ist ähnlich wie beim Actros mit dem Kriechgang. Völlig nervig, der ist immer standardmäßig eingestellt und nervt eher, als dass er dienlich ist. So wie ihr seht, er fährt einfach auch im kalten Zustand ruckellos an. Und hier ist jetzt, hier ist nicht Burger King, aber hier muss ich halten. Ich habe Hunger. So, und jetzt gebe ich wieder zurück ins Cockpit. Danke. So, es ist ein wunderbares Dahingleiten mit diesem LKW, vor allen Dingen dieses Anfahren, das ist wie, stellt es euch vor, wenn ihr im Zug fahrt und der Zugführer ist ein guter und merkt man beim ICE ja manchmal gar nicht, wenn der anfährt, ja, dann sieht man auf einmal, oh, die Welt bewegt sich, oh, wir rollen schon, ja, genauso ist das hier, ich kann wirklich fein dosiert als Fahrer diesen Lastzug in Bewegung setzen, das macht irre viel Spaß. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, Real Talk, von meinem Vorgängermodell, ihr wisst es, habe ich das ein oder andere Mal, es gibt diese eine Folge, wo ich ansatteln will und der macht einen Boxsprung und ich fliege so in diesen Auflieger rein, dass ich gedacht habe, ich habe mir hinten alles abgerissen. Ja, also Sattelplatte und, also diese Boxsprünge mit, der ist jetzt fast, na gut, es ist 1 Grad, 0 Grad draußen, aber trotzdem, es ist wirklich kalt. Ja? Der hüpft nicht, der springt nicht, der sucht keine Gänge, ja, wie bei meinem Actros, der hat ja manchmal die Gänge gesucht, da konnte ich zwischendurch mal ganz kurz zu Burger King gehen und mal fragen, ob sie vielleicht eine Pommes vielleicht fertig haben. Als ich dann zurückkam und fertig war mit Essen und habe mir den Mund abgewusst, wie er servierte, dann war er dann fahrbereit, weil er den Gang gefunden hat. Überspitzt gesagt, nein, es ist einfach mal manchmal nervig. Beim Actros war es halt immer so, zum Beispiel, beste Thema ist, du fährst in den Kreisel rein, es kommt eine Lücke, du lässt die Bremse los, dann legt er den unteren Gang ein, versucht es jedenfalls und findet den Gang nicht. Und in dem Moment ist derjenige schon da, die Lücke ist weg und du kannst einfach wieder stehen bleiben. Hiermit kein Problem. Leute, wenn ihr den neuen Scania fahrt, seid euch bewusst, wenn ihr aufs Gas tretet, dann will der auch nach vorne. Der kommt. Ja? Das ist ein Rüde. Der will. Ja? Das ist nicht so, dass er nochmal kurz nachdenkt. Daran musste ich mich auch erstmal gewöhnen. Fahrerisch, Cockpit, alles drumherum, Interieur, super verarbeitet, ein super LKW, ich würde ihn so gerne haben, werde ihn aber erstmal lange wahrscheinlich nicht bekommen, wenn überhaupt mal irgendwann, keine Ahnung. Ich bin froh, ihn mal gefahren zu haben, ich kann sagen, er ist wirklich gut durchdacht mit den ganzen vielen Schaltern, wo man die Kabel reinstecken kann, dies, das, übrigens auch sehr wichtig, habe ich es jetzt noch gar nicht erwähnt, dass hier eine Lücke ist mit den Spiegeln, ja, also zwischen den Spiegeln eine Lücke, das hat der Actros zum Beispiel nicht und das ist ganz, ganz tricky, weil ich habe schon dreimal fast ein Auto-Volley im Kreisel genommen, weil das Auto hinter dem Spiegel komplett verdeckt war.
Jens sagte, überspitzt gesagt, war das eine Mal, da kannst du sogar vom toten Winkel her, was diese Spiegelbreite ist, je nach Entfernung, kannst du sogar einen ganzen Sprint dahinter verstecken. Und das ist wirklich wahr. Und es ist nicht nur mir passiert. In letzter Sekunde, ich beug mich dann immer beim Actros immer so nach vorne, dass ich hier noch zwischendurch gucken kann. Einfach eine Lücke lassen, so wie hier, damit ich dazwischen gucken kann, ob da was in Kreise kommt. Auch sehr gut durchdacht, sicherungstechnisch, so wie das Armaturenbrett so rechts abfällt, um den toten Winkel nach hinten ein bisschen auszugleichen, dass man mehr sieht. Das ist alles super durchdacht. Was mir halt nicht gefällt, ist die Sache hinten, was ich euch vorhin erklärt habe, und die Sache mit dem Kühlschrank. Das müsste bereinigt werden, genauso wie die Aufhängung der Vorhänge. Erscheint mir nicht ganz langjährig. Oder es ist was falsch, aber gut, hier ist richtig, dann hat es wahrscheinlich da hinten einer rausgerissen, dann habe ich jetzt so nichts gesagt. Aber ansonsten würde ich sagen, ist alles super, es ist ein toller LKW, ich würde ihn wirklich wegen diesen beiden Sachen, die, da kann ich keine volle Punktzahl geben, aber ich gebe ihn wirklich für diesen LKW 9 von 10 Lenkräder, weil es einfach Spaß macht, dieses Fahrzeug zu bewegen. Und ich werde mich jetzt hier reinsetzen und noch ein bisschen fahren, meine letzte Fahrt genießen. Ich hoffe, euch hat dieser Test ein bisschen gefallen. Er ist ein bisschen ungewöhnlicher, weil es in mehreren Folgen der LKW schon erklärt wurde. Aber jetzt nochmal so im Groben und Ganzen, was mir so aufgefallen ist und mein Fazit. Und ich kann euch nur raten, sollte euer Chef sagen, möchtest du diesen LKW fahren, weil ich überlege, ihn zu kaufen. Wäre mein Ratschlag als Freund zu euch, sag bitte ja. Du kannst es nicht bereuen. Das soll es mal wieder gewesen sein. Wenn euch diese Folge gefallen hat, natürlich ein Gefällt mir drücken. Ist ganz klar. Im Moment rastet ihr richtig bei Gefällt mir aus. Finde ich super gut. Also ein Like. Und wenn ihr Lust habt, ein Kommentar, wie euch der Scania hier gefällt. Vielleicht habt ihr ihn ja schon gefahren. Oder was euch besonders zum Kühlschrank zum Beispiel. Hashtag Kühlschrank und dann mal eure Meinung, ob ihr das genauso seht wie ich. Würde mich freuen. Bis dahin zu den weiteren Folgen. Euer Kai. Tschüss.